Weg stehen. Es klopft. Wer wagt es zu klopfen? Falsche Richtung. Wachen Sie auf, Sebastian! War da oben eine Statue? Na super, wir sind wieder im Markt. Nein! Bitte nicht. Goddammit, wir sind im Markt. Aber dann Ehering jetzt an, das ist mir vorhin nicht aufgefallen. Hm? Was ist passiert? Oh oh. Sie hat sie hergebracht. Oh, schade, jetzt nicht überlebt. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt. Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lilly retten. Japanerin, oder? Und jetzt ist sie tot. Herr Halberte, anscheinend. So Koreaner. Alles meine Schuld. Schon wieder. Nein, Sebastian. Es ist nicht Ihre Schuld. Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht. Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur. Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich. Nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Zeit zu gehen. Ich muss nur Theodor finden. Das ist nicht das Problem. Liams Maschine zu zerstören hat funktioniert. Theodor ist nicht mehr versteckt. Das Problem ist, zu ihm zu kommen. Wie meinen Sie das? Das war auf den Außenkameras des Überwachungssystems. Schauen Sie mal. Theodors Festung ist mitten in Union erschienen. Aber sie ist scheinbar von einer riesigen Feuerwand umgeben. Mist. Da werde ich nicht durchkommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Es ist noch nicht bereit. Ich muss noch was anpassen. Okay. Tun Sie, was nötig ist. Hier ist doch irgendwo ein Hotel in der Nähe. Ich prüfe, ob es sicher ist und schicke dann die Koordinaten durch. Treffen wir uns dort mit dem Gerät. Okay, bis bald. Noch ein paar Fragen, Hoffmann. Genau, Hoffmann. Theodor hat meinen Geist manipuliert. Jedes Mal setzt er meine Albträume gegen mich ein. Das sieht ihm ähnlich. Er ist ein Meister der neurolinguistischen Programmierung. Und hier drin ist der linguistische Teil irrelevant. Warum reden, wenn er direkt in Ihren Geist gelangen kann? Er hatte mich schon fast. Aber dann blickte ich in mich. Und da war jemand. Jemand, der mir gesagt hat, was ich tun musste. Jetzt kann ich es mit ihm aufnehmen. Ja, genau, jetzt machen ich sehe, kaputt. Dass Sie bereit sind. Wir haben Sie... Natürlich. Die Teampsychologin. Esmeralda hätte vielleicht überlebt, wenn sie mich nicht gerettet hätte. Fühlen Sie sich nicht schuldig. Wir haben geredet. Sie hat mir von dem Plan erzählt. Sie wollte, dass er umgesetzt wird. Sie traf die Entscheidung, sie rauszuholen. Sie kannte die Risiken und tat, was sie für richtig hielt. Sie stand in ihrer Schuld. In meiner Schuld? Aber wofür denn? Esmeralda war die Person, die Lily aus ihrem Haus geholt und es niedergebrannt hat. Seitdem fühlte sie sich schuldig. Deswegen hat sie mitgemacht. Deswegen hat sie ihr Leben für sie riskiert. Was? Hassen Sie sie nicht dafür. Sie hatte damals keine Wahl. Und sie tat alles, um es wieder gut zu machen. Ich hasse sie nicht. Sie hat sich für den Plan geopfert. Sie hat es wieder gut gemacht. Gut. Danke.
Dann schauen wir, was wir da noch mitnehmen können. Obwohl, was liegt denn da Schönes? Eine Leiche? Liegt ein Maschinengewehr? Tut mir leid, Esmeralda. Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war. Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen. Pam, pam. Sturmgewehr. Sturm? Oh, nee. Eigentlich bin ich kein Fan von Maschinengewehren. Aber in das... In dem Fall schon. Ja. So. In dem Fall. Warte mal. Definitiv. Weißt du was? Ich gehe zurück, weil wir Matthias auf uns mal anschauen. Definitiv. So, ja, genau, definitiv. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon skillen können. Schau. Oh ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das ist der Makalane, ist zwar nicht da, aber ich habe gesagt, wir haben noch zwei freie Plätze. Flammenwerfer und Sturmgewehr. Das heißt, die Plätze waren noch frei. Was aber egal ist, denn ich möchte einmal das skillen. 700, ja genau, das habe ich mir fast gedacht. Nein, eigentlich wollte ich, tut mir leid, zur Rückherstellung. Boah. 45 mache ich, die Hälfte. So. Die Hälfte ist einmal drin. So, eh viel. Ja. Hirn. Willkommen zurück, Detective. Jo, danke. Ich schau mir das mal an, so, und sag Bescheid. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Ja, vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Ja. Das will ich auf jeden Fall hin. Jetzt können wir ausweichen, manchmal. So, jetzt haben wir eine 30%ige Chance, dass wir Angriffe ausweichen können. Mhm. Noch dazu, das heißt, die normalen Drecksgegner können uns gar nichts. Gar nichts. Ja, hallo Katze. Mitzi. Ich möchte bitte gerne dir anschauen, bitte geh weg. Dankeschön. Kidman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist. In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lily war schon so reif, so klug und aufmerksam. Diese Art, wie sie einen ansah. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lily ist besonders. Sie wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Du kannst dann mal aufhören zum Reden. Die Katze hat uns ein Geschenk gebracht. Danke. Schau. Ich hab's Maschinengewehr in der Hand. Schaut ins Loch rein. Du hast nichts in der Hand. Alles Hallo? Los. Ist es nicht? Ich hab was in der Hand. Nein, nichts. Schau. Nein, nichts. Na schau, ich hab was in der Hand. Na, wo denn?
Dreh ich ihn mal um. Jetzt habe ich es in der Hand. Da, schau. Fallout. Weiß ich nicht. Und Elder Scrolls Online. Das haben wir schon. Na komm. Weißt du, was ich mache? Ich tue Sturmgewehr darüber. Denn wir brauchen wahrscheinlich Sturmgewehr öfter jetzt wie das Scharfschützengewehr. Und das Scharfschützengewehr hole ich mir dann, wenn ich es brauche. Hm. Spritze. Dann gehen wir halt einmal wegen der Spritze rüber. Ich wollte einfach eine spezielle Sarois. Und jetzt ist interessant. Jetzt können wir da mal das Inventar bereinigen. Habe ich die Dias angeschaut? Ja, gell? Mhm. So, ich würde sagen, ich gehe mal in die normale Welt, ja. Weil in der Unterwelt, Anführungsstriche, werden wir nicht viel mehr erreichen. Untergrundwelt. Hallo? Kann mich da draußen niemand hören? Okay, weiter. Hallo? Sykes? Sie sind noch da? Alles in Ordnung? Sebastian, nach Ihnen habe ich gesucht. Mir geht's gut, aber ich könnte wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird sich lohnen. Ich sollte wohl bei ihm vorbeischauen, um zu sehen, was los ist. Ja, dann schauen wir beim Gronkh vorbei. Gronkh, Nebenmission haben wir nicht, okay. Dann müssen wir zuerst aus dieser Welt hinaus. Gehen wir zur Post Plus Filiale und dann suchen wir den Gronkh. Dann suchen wir den Gronkh. Rechts, links. Na komm, lauf. Aber man nicht aufgesagt. 1%. Der letzte Prozent hat gefehlt. Sicher nicht. So. Schau, was da offen ist. Und schon wieder. Das gibt's ja nicht. Karo, ich soll es noch tauschen. Revolver.
Schau. Ist schon wieder alles neu. Verdammt. Das ist wirklich eine Festung. Na, bitte nicht. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Sieht aus, als würde er noch instabiler werden. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ging nicht anders. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Ja. Ich melde mich. Sein Feuer an! Warte. Den hole ich mal. Wo bist du überhaupt hin? Rechts holen das. Da müssen wir mal hin. Nimm Mission. Rechts. Jetzt hat es funktioniert. Warte kurz. Jetzt. Rechts. Oh ja. Rechts. Ja, warte kurz. Warte kurz. Schau, ich muss Schleim aufsammeln. No. Folgst deinem Ruf nicht! Flammen, Gastank. Ah, okay. Das habe ich gebraucht. Fast alles zusammen. Na gut, das ist schneller gegangen, als was ich gedacht habe. Da war er weg vom Fenster. Dann gehe ich da jetzt ran. Warte mal. War das nicht da? Oh, oh, Carol erinnert sich noch. Da war diese, das Geisterscheißvieh, oder? Hm. Bitte nicht. Lass mich da durchkommen, bitte. Nicht. Ich will nur vorbei. Schau, das ist wieder frei. Die Waffenkiste. Wir haben 3 hochwertige Waffenteile. 3 Stück. What the fuck? Gleich haben wir auch die 700 Waffenteile. Jo. Hallo, mein Freund. Bitte lauf mir nach.
Bitte lauf mir nach. Da ist ein Eisbehälter, den du magst. Du Sau. Ja oder nicht? Das war lustig. So, dann kann man das da scannen. Map. Ja, wir können uns entsorgen. Wir können das einsaugen. Okay, ich gehe mal so hinunter. Was haben wir denn da? Okay, da können wir nicht weiter. Okay, wir müssen weiter runter. Fuck! Fuck, 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 fuck. Fucky fuck 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 fucky fuck. So ein Scheiß, so ein Scheiß, so ein Scheiß. So ein Scheiß, so ein Scheiß. Jetzt bin ich tot. Das ist super. What the fuck? Wie wir uns angestellt haben, wie die ersten Idioten auf der Welt. So. Das habe ich gebraucht. Fast alles zusammen. Hörst du was? Ich hab noch eine speziellen Schieß ein. So.
das aus. Passt sehr gut. Tot. Na gut. So geht's natürlich auch, wenn man Flammenwerfer. Das ist es. Das war das letzte Teil. Ah, okay. Das war das letzte Teil. Dann gehe ich natürlich einmal daher. Hol das Schießpulver. Mobius-Idiot. Zieh mein Schießpulver raus. Okay, passt. Das war's für mich. Wichser. Dann holen wir uns einmal das. Was hast du für mich, toter Mann? Hirnschleim. Na gut, mit dem können wir leben.
Es geht da schon. Ja, auf jeden Fall. Und kaputt. Gut. Tausend. Na gut. Geh weg, Dicker. Ja, darunter geht's. Also ich laufe einfach weiter. Und da war was Neues zum Entdecken. Na komm. Ich würde sagen, ich mache hier weiter, aber ich muss kurz aufs Klo, das heißt eine Minute kurz Pause. Ja, sorry. Loot. Warte mal. Das habe ich schon alles gelootet, oder? Gut, das haben wir schon alles.
bisschen. Nö. Da mal nicht durchsucht. Aber ich sag ganz ehrlich, da oben. Das holen wir uns einmal. Dann gehen wir hinauf. Egal, ich zeig's euch einfach. Waffenteil ist immer gut. So, wir können hochskinnen. Wir können dann noch ins Lager. Oh, Shell looten. Da kann man noch was aufhauen. Hinauf.